Können wir uns vielleicht einen Ausflug ins Waldbiom sparen, wenn wir einfach erstmal genug Holz haben. Wobei genug immer so eine relative Sache ist in diesem Spiel, also. Hallo Mine. Ah. Also wir hätten da schon mal ein bisschen was an Holz dabei. Und es ist 7:30. Wir sollten definitiv heimwärts gehen. Autsch. Ach, im Übrigen. Wir könnten es nochmal benutzen. Wo ist eigentlich der erste andere Blutbeutelchen hin? Hatte ich keinen Platz im Inventar und das liegt da jetzt rum, ja? Verstehe ich das richtig? Da ist die Frage, gehen wir diese Nacht wieder in unsere Mine oder versuchen wir tatsächlich mit den Waffen unser Haus und Hof zu verteidigen? Also von innen nach außen natürlich nur. Tada! Level! Hallo? Danke. Moment. Da geht's nach Hause. Da, wo die großen, vielen Bäume stehen. Könnte sein, dass wir da irgendwie wohnen. Oh Gott, überheizen wir gerade kräftig. Das ist nicht gut. Moment. Wie viel Gras haben wir? Oh, da geht ja was. Die Kiste ist aber auch nicht, nein. Die ist nicht weit genug weg von zu Hause. Na gut, wenn, rennen wir ja auch meistens hier hin, von daher. Also in diese Richtung weg, vor Zombies oder so, deshalb. So, 8:30. Ich würde dann vorschlagen, wir gehen rein. Und dann schauen wir mal. Übrigens. Zack. Lockt jetzt natürlich Schreischlampen an. Ist mir aber scheißegal. Warum bist du aus? Was soll denn der Quatsch? Nix da. Weiter. Brennen, 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 brennen. Mhm, du hast noch genug. So. Zack, zack. Ah, komm. Ach, wir haben ja schon Blood Withdraw. Also das kann eigentlich nicht sein, dass die Dinger sich dabei nicht verbrauchen. Das wäre ja auch unhygienisch und so. So. Infektionsgefahr massiv und so. Und ich glaube auch eigentlich nicht, dass das gewollt ist, dass die sich nicht verbrauchen. Ich weiß, dass die sich früher verbraucht haben. Und das fand ich auch sehr sinnvoll. Gar nicht so doof. Haben wir alles an Material, was wir brauchen, um alles möglich gegen zu reparieren? Es sieht beinahe so aus. Das Wasser brauchen wir natürlich nicht zum Gegen reparieren. Das Wasser kann wieder hier rein. Zack. Das kann da rein. Da würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Bacon und Eggs. Können ja nicht nur auf Meat zu warten. Die brauchen wir nicht zum Reparieren. Die brauchen wir nicht zum Reparieren. Und dann hätte ich gerne noch 73 Pfeilspitzen, die ich nicht habe. Dann machen wir nochmal Arrowheads. Komm, mach ruhig mal so 100. Das Papier darf hier rein. Ah, wir haben etwas über 2 Stacks. Yes!
Das wird schön. Achso, wir können auch demnächst eigentlich nochmal Schätze suchen. Wir haben ja noch. Entschuldigung. Aber war jetzt nötig. Wie so vieles machen wir das aber nach der Horde. Oder nach der nächsten Maus. Na, da können wir ja schon mal anfangen. Ernsthaft. 5 Minuten, naja, 10 Minuten vor der Horde. Nee, tatsächlich, etwa 5 Minuten vorher hat die erst richtig geschrien. Die blöde Kuh, die blöde, die dumme Schlampe. Das reicht mir als Grund zu gehen. Nicht zu fassen, diese dumme Tante. 5 Minuten! 5 fucking Minuten vor der fucking Horde kommt diese fucking Schlampe um, Entschuldigung. Das ist doch echt nicht zu fassen, das kann doch gar nicht sein. Allerdings müsste hier schon in der Nähe ziemlich viel los sein. Und wir sind schon ein gutes Stück von unserem Haus weg. Ich meine, Frame Drops mäßig. So, Moment. Ich sollte dringend mal über ein, Upgrade nachdenken. Fällt mir im Übrigen ein, du. Da ist ja nur Ex drin. So einfach macht man die Äxte weg, ohne dass sie großes Leck verursachen. So, wenn alles gut geht, jagt uns die Horde übrigens gerade. Und versucht uns nachzulaufen. Überirdisch. Was nicht so viel hilft, wenn wir tief unterirdisch sind. Brennender Zombie. Mindestens. Ach so, ich wollte ja. Moment, erst brauche ich eine Chest. Und eine Ecke, wo ich die reinpacken kann. Echt jetzt? Ich muss dafür einen Schritt weiter? Naja, gut. Und dann könnte ich da maximale Anzahl an Steinäxten bauen. Damit die nächste Picke etwas besser wird. Klingt vielleicht komisch, macht aber durchaus Sinn. Ja, das habe ich mir gedacht. Deshalb bin ich ja gerade hier. So, dahin. Das bitte dahin. Die bitte noch da. Ich meine, wir haben ja auch bald die Hälfte unserer Stahlpicke erreicht. Da müssen wir eine neue bauen. Die könnte dann mit viel Glück, wenn wir es schaffen, den noch richtig zu pumpen in dem Zeitrahmen, na, wohl eher nicht. Dafür wird der Wert nicht ausreichend steigen. Aber ich wollte sagen, dann könnte die vielleicht das in einem One-Hit erledigen. Aber dafür dürfte dann wahrscheinlich doch noch ein bisschen. Ein bisschen was fehlen. Wenn die blau wäre, dann vom Level her, okay. Aber ich glaube, auf blau kriegen wir die nicht mit dem Steinaxten, was wir hier gerade basteln.
So viele bauen wir da dann doch nicht. Obwohl, ja, noch 80 Stück, da könnte noch was gehen, ja. Da reicht doch die eine Kiste nicht so richtig aus. Na gut, wir stehen hier ja eigentlich sicher. Wir können ja jetzt eigentlich die ganze Nacht lang. Total interessant, vor allem für die Zuschauer. Ja. Ich meine, theoretisch könnte ich auch zwischendrin Tools Missing durch unsere Skillpunkte händisch erhöhen. Will ich aber eigentlich nicht. Gibt da doch interessantere Sachen, ne? Ah, Tatsache ist, wir kommen auf weit über 380, wahrscheinlich über 93 und haben 376, ja, da dürfte sich ein Unterschied bemerkbar machen. Aber wir kommen nicht auf 400. Leider. Und da unsere Level-Ups mittlerweile ja auch sehr viel seltener werden, sollten wir jetzt wahrscheinlich die Skillpunkte nicht sinnlos verschwenden. Das wäre eher nicht so cool. Ich höre die im Übrigen gar nicht buddeln über uns. Das finde ich richtig schön. Angenehm quasi. So, den machen wir noch. Dann trinke ich noch einen Schluck nebenbei und dann können wir einfach weiter graben. Der Rest passt vielleicht in die Kiste und in unser Inventar. So, Schluck getrunken und weiter geht's. Nein! Das war jetzt nicht, was ich wollte. Ich habe aus Versehen E gedrückt und alles aufgehoben. Naja, nicht alles, aber alles, was noch nicht despawned und in direkter Nähe war. So ein Dreck. Komm, eine passt noch rein. Gut. Vielleicht passt der Rest. Ich weiß auch nicht. E liegt zu nah an W, habe ich so das Gefühl. Eigentlich könnten wir die aber auch schon einen Auftrag geben. Ah, perfekt. Kurz davor noch ein Level up, bevor wir die gebaut haben. Das ist so wunderbar. Oder mit dem Bauen von der. Nee, wir können sie tatsächlich sogar nicht mal fertig bauen. Weil wir erst, achso, Platz machen müssen. Wir haben ja hier gar keinen Platz mehr drin. Warum habe ich die nicht direkt kaputt geschlagen, Mensch? Holen wir jetzt gleich nach. Dann schauen wir mal, wie viel uns noch fehlt. Damit wir das Ding mit einem Schlag matschen können, wenn wir die neue haben. So, da. Nur die Äxte, die wir gerade hingeschmissen haben. Schön. Ups. Ich habe mal mit der Nase an der Wand gebremst. Er kommt da nicht so leicht durch. Das wäre dann nämlich schon lange weg. Ich habe übrigens die Tür bei uns gar nicht zugemacht. Also unsere Haupttür schon, aber unsere Vault doch, glaube ich nicht. Ist ja nicht sinnvoll, die dann da einzubauen. Muss man dann ja unbedingt machen. So, du wirst gescrapped. Ah, 40. Ja, es braucht noch ein paar hundert Steinäxte, bis wir so weit sind hier mit einem Schlag. Schade. Ich hätte jetzt die Hoffnung, dass es wirklich nur noch so ein Hauch ist. Okay, das dürfte jetzt die zweite oder dritte Welle sein, die über uns gespawnt ist. Deshalb sind die jetzt hier und nicht mehr bei uns zu Hause. Ich finde das gut.
Mittlerweile dürfte dort auch eine gewisse, nicht gerade geringe Anzahl an Feral Walkern bei sein. Und Bullen, die höre ich ja von hier aus. Da wird das interessant. Ich sehe gerade, wir haben ja gar keinen Painkiller-Effekt mehr und sind noch nicht voll. Und eine Schreischlampe, natürlich. Ah, könnte auch ein Zombie ein Spinnenzombie gewesen sein. Ein Zombie gewesen sein, den ich gehört habe. Ja, ist okay. Also ich befürchte, wir sind hier erstmal relativ sicher. Oh Mann, wir hätten da doch schon ein bisschen früher trinken sollen. Das sieht doch schon viel besser aus. La la la, keine Horde da. Ah, noch einen Schluck trinken. Man weiß ja nie, wann man das nächste Mal dazu kommt. So. Ja, fast wieder aus wie eine Ader, die nicht da ist, wahrscheinlich. Yep. Schade. Wie sieht's eigentlich mit unseren Skills aus? Wir haben 80 Punkte, das klingt nach viel. Wenn ich aber bedenke, dass wir unter anderem später den haben wollen und die haben wollen, dann sind wir schon bei 100. Ne, ja, doch. Und wenn wir das nächste Mal einen Schatz suchen, wollen wir die haben. Ist zwar auch leichte Verschwendung, aber auch nur leichte. Scavenging. Ab 30? Ja, okay. Und den Rest der Punkte sparen wir uns auf. Denn dann finden wir eher was und Besseres. Das macht Sinn, wenn wir nach der Horde wieder in die Stadt gehen. Da wir jetzt ja so nah dran waren. Da, das sieht doch schon fast wieder so aus, als wenn. Aber nö, diesmal nicht. Könnt mich mal.